Hallo und herzlich willkommen zurück bei Minecraft Village. Erstmal eine Entschuldigung meinerseits, dass es die letzte Woche nichts gab. Ich bin derzeit am neuen Job anfangen slash umziehen diesen Monat. Von daher die Sachen, die bei mir immer relativ kurzfristig aufgenommen werden, wozu halt Minecraft The Village dazu zählt. Kann es halt sein, dass das in den nächsten Wochen noch ein bisschen häufiger, irgendwie weniger ist als sonst. Es tut mir leid, aber ich finde derzeit manchmal halt nicht die Zeit, das aufzunehmen. Irgendwelche langfristigen Projekte, wo ich viel, viel vorproduzieren kann, sind da, glaube ich, nicht so stark von betroffen. Deswegen, sorry. Gut, was ich jetzt hier noch machen wollte, diese Folge ist, wir hatten ja vor ein paar Wochen jetzt den Tag des offenen Servers und da waren ja Leute bei uns zu Besuch und als im Zuge dessen muss ich noch so ein paar Sachen machen. Zum Beispiel hatte ich ein Gewinnspiel zu diesem Haus, deswegen werde ich hier jetzt hier ein Schild anbringen. Ich bin mal gespannt, ich glaube, ich mache das hier, das ist relativ zentral. So, das ist Haus des Traumes. Nee, schade. Ist zu lang für eine Zeile. Dann mache ich da zwei Zeilen draus. So. Dann haben wir das. Gut. Da wollte ich hier noch dieses lustige Schildchen anbringen als Name. Dann, ja, dann wollte ich zeigen, was unsere lieben Besucher bei uns angestellt, nee, nicht angestellt, sondern was von denen aufgebaut wurde im Rahmen dieses Tages des offenen Servers. Generell, ich fand das war sehr nett, also auch mal da andere Leute dazu haben. Viele von uns waren auch so ziemlich den kompletten Tag irgendwie zumindest im Teamspeak da, sodass man halt ein bisschen miteinander reden konnte mit den Leuten und sowas. Das war sehr nett, also von mir aus können wir das gerne mal wieder machen. Jetzt will ich da auch mal hinfahren, so ich hoffe, ich finde das auch. Weil das ist gar nicht so weit von der Stadt weg. Ich könnte mich auch hin teleporten. Ja, wir haben einen Teleporter bei uns im Rathaus, der da auch hingeht. Aber weil das nicht so weit weg ist, würde ich da einfach gerne hinreisen. Einfach damit man so ein bisschen eine Vorstellung hat, wo das ist. Das müssten wir eigentlich hier, wenn wir die Küstenlinie hier vor 4 folgen, müssten wir das eigentlich sehen können. Weil so weit ist es nicht. Es ist quasi ein kleines Stück südlich von unserem ursprünglichen Spawn. Falls sich jemand noch daran erinnert. Da, wo das hier mal anfing vor irgendwie 45 Folgen oder sowas. Also damals vom Krieg, genau. Damals vom Beef, was? Moment. So. Gehen wir da mal hin. Ich glaube, es müsste hier gleich kommen. Berühmte letzte Worte, ich weiß, ja, gut. Ja, ich glaube, das ist hier tatsächlich. Uch. Hä? Da war doch überhaupt nichts. Miets. Na gut. Jedenfalls, wir sind da, wenn hier noch das geladen wird. Da hinten sehen wir schon, huch, eine der vorgelagerten Inseln. What the hell? Okay. Ja, jedenfalls. Wir sind schon fast da. So, da hinten sehen wir auch jede Menge tolle Lichtsäulen, die da sind. Ja, und so, ne? Ich baue mir mal eben mal noch ein Boot. Also, wahrscheinlich verliere ich es gleich wieder, aber ich baue mir trotzdem jetzt erstmal noch ein Boot. So. Dab, dab, dab. Ey, nein, nicht das auch da drauf. So, danke. So. Das. Ja, jedenfalls haben da so ein kleines Urlaubsparadies aufgebaut. Also das war halt so das Thema, wenn man das mal so sagen will. Also halt so ein Urlaubsparadies zu bauen. Da gibt es dann zum Beispiel hier irgendwelche lustigen Häuser. Was haben wir denn hier? Ich will ja immer raus. Am besten ohne, dass das Boot kaputt geht. Fände ich ganz toll. Gut. Jedenfalls, dann gibt es dann hier so kleine Hütchen. Noch um. Ah, mit Aussichtsplattform. Hübsch. Und da kann man hier da hinten, also die Hauptgebäude stehen da hinten. Hier auf den vorgelagerten Inseln hier. Kann man das noch auf der Karte nehmen? Hier auf den vorgelagerten Inseln sind auch noch so ein paar Häuser. Da drüben ist zum Beispiel auch noch eins. Da fahren wir auch noch mal hinfahren. Gut. Nee. An dem Ding vorbei. Ich habe Angst. So. Jedenfalls an dieser Stelle auch nochmal danke an alle Leute, die da waren und die Zeit gefunden haben, hier auf den Server zu kommen. Es war durchaus unterhaltsam, muss man echt mal sagen.
Deswegen von mir aus gerne wieder. So, jetzt raus. Danke. Ja, gut. Ich werde wahrscheinlich den Weg nicht mit dem Boot zurückfahren. Ansonsten, um Schleichwerbung für andere von uns zu machen, die Schneckbar hat, glaube ich, eine ganz gute Zusammenfassung von den Sachen, die da passiert sind, gemacht. Hm? Ein Dankeschön an die Bewohner von Vanilla, hochachtungsvoll The One Hand Gamer Nico, okay. Ja. Lies dich schlau, komm und setz dich. Ja, ja, wir können es jetzt tatsächlich setzen. Hier auf solchen Stufen kann man sich jetzt tatsächlich hinsetzen. Meistens. Ich glaube, es hängt ein bisschen davon ab, was für Stufen das sind. Ich glaube, bei Holzstufen geht das wesentlich besser als bei diesen hier. Jedenfalls haben wir jetzt so ein paar mehr Mods, sodass wir nicht mehr komplett Vanilla sind, sondern wir haben jetzt auch so ein bisschen Sachen eingebaut, halt, um noch ein paar zusätzliche Sachen machen zu können. Weil langsam, ja, wir irgendwann so alles, so fast alles erreicht haben, was man mit Vanilla machen kann. Und deswegen wurden halt so ein paar Sachen dazu gemacht, jetzt auch im Zusammenhang mit dem Markt, der gerade aufgebaut wird und sowas. Von daher sind wir da, huch, ist hier eine Höhle. Okay. So, hier brennt's, ist auch sehr schön. Und es wird dunkel. Aha, ich muss mal gucken, ob ich irgendwie ein Bett hier finde. Ich hoffe mal, Leute haben hier Betten aufgestellt. Ich habe nämlich keins mitgenommen. Snap. Hätte mal eins mitnehmen sollen. Joa, hier gibt's noch ein paar schöne Schlafgelegenheiten. Was ist hier los? Vanille, Schoko, Erdbeer, Waldmeister, Stracciatella, Joghurt, Kirsche, Pistazie, Zitrone, Banane. Gibt's Eis. Aha. Oh, es gibt Schneebälle zumindest. Das ist schon mal was. Das wäre lustig, so eine Eismaschine. Hier ist ein bisschen dunkel. So, jetzt finden wir erstmal raus, ob irgendjemand hier ein Bett gemacht hat, bevor ich irgendwo weiter herumlaufe und mir das genau angucke. Weil hier wurden ja auch Hotels gebaut. Ich hoffe mal, dass Leute so weit gegangen sind, in Hotels tatsächlich Betten aufzustellen. Ich weiß nicht, wie ich auf die Idee kommen würde, sowas zu machen. Also, nicht sicher. Was haben wir hier denn? Na, komm, Betten. Das ist ein Aufzug. Wow. Ja, solche Sachen gehören da halt auch zu, dass wir jetzt hier so Aufzüge haben. Hier ist Bett. Ist ein bisschen dunkel hier. Naja. So, gut, haben wir das. Hier wird ein Hotel gebaut. Jetzt habe ich gar nicht unten vorgelesen, von wem. Komme ich hier raus? Nee, komme ich nicht drüber. Moment. Gehen wir mal wieder runter. Niedlich mit dem Aufzug. Schlüssel geben. Aha. Niedlich. So, hat denn jemand seinen Namen wenigstens geschrieben? Made by Toluzzi, genau. Toluzzi war hier und hat dieses schöne Hotel hier aufgebaut. Mit dem kleinen Springbrunnen davor, hier direkt an der Strandpromenade gewissermaßen. Wir gehen jetzt nochmal rein, den Aufzug haben wir schon gesehen. Das ist am ersten Stock, kann man auch tatsächlich schlafen. Ansonsten gibt es hier eine hübsche Lobby. Ich glaube, da drüben gibt es auch einen Aufzug. Ja. So. Das glaube ich, hier sieht es genauso aus wie drüben, mit ein paar Bilderchen und sowas. Also, sehr schön gemacht, Respekt. Es hat aber auch, glaube ich, einige Stunden gedauert, das hier zu bauen. Also selbst im Creative und so, teilweise haben auch noch Leute für uns mitgeholfen, hier zu bauen und sowas. Aber das war schon ein ganzes Stück Arbeit, deswegen mein Hut ab. Für so lange hier an einem Tag da bleiben, um das alles aufzubauen. Was ist hier los? Also hier ist auch ein Elevator. Ja. Komm auch immer. Hier hinten wollte, glaube ich, auch noch irgendjemand was bauen, auch ein Hotel. Ich bin mir nicht ganz sicher, es ist anscheinend nicht ganz fertig geworden. Es ist ja jetzt nur eine Holzfassade mit Fenstern, leider. Ein bisschen blöd. Jedenfalls, von uns waren auch einige da und tatsächlich haben auch welche von uns was gebaut und es ist nicht nur angeguckt. Manche von uns haben auch Leuten dabei zugeschaut, wie sie Sachen gebaut haben, ja. Meine Herren. Kann ich jetzt... Nein. Kann ich mich nicht mehr hier hinsetzen? Das ist ja egal. Oder war das von
anderes. Keine Ahnung. So, jedenfalls haben hier die Damakash und Schneckball haben hier noch eine Strandbar gebaut, die Pink Twinkle Bar. Das mit dem Twinkle liegt auch mit daran, dass es hier eine Tanzfläche gibt und man hier ein bisschen hier das anschalten kann, dass das ein bisschen rumditzert. Ich mach das mal. Jetzt hat man hier Licht, was sich nur ein bisschen noch bewegen könnte. Jemand die Schaltung kaputt gemacht. Mädels. Genau. Mädels. Kein Vorwurf an irgendjemanden speziellen. Achso. Gut. Die war schon an, muss nur nochmal neu geladen werden. Jedenfalls hier kann man hier jetzt hier ein bisschen dunkeln. Das ist, glaube ich, ein bisschen lustiger. Da haben die beiden haben jetzt hier diese Strandbar gebaut. Relativ schön in Pink und Lila. Und dann wurde ich noch gebeten, hier irgendwie so ein bisschen Licht hier zu, so ein bisschen so pseudo-random Licht unten zu besorgen. Das habe ich dann noch gebaut. Da gibt es hier eine kleine Schaltung drunter, da gehe ich jetzt aber nicht hin. Ich sollte mal was essen. Jedenfalls, das haben wir da auch noch gebaut. Deswegen Grüße. So, was haben wir denn hier drüben noch? Hier drüben haben wir noch ein Hotel, glaube ich. Na, hat jemand hier einen Namen gedacht, dran gedacht? Hallo? Oh. Okay, das sieht schon aus wie ein Tisch. Also das finde ich ist so ein bisschen der Vorteil an Pistons, dass das halt schon eher so aussieht wie ein Tisch. Aber wenn man da Wolle drauf legt, dann, wenn man die Pisten bewegen würde, dann geht die Wolle mal wieder weg. Deswegen, ich habe ja auch so einen Pistentisch bei mir im Haus. Deswegen, ja. Meins ist es nicht, dann auch noch da Sachen draufzustellen, weil die gehen halt kaputt, wenn ich die bewegen würde. Finde das ziemlich geil, mach noch lange weiter damit. Was? Dankeschön, dass ich auf den durfte. Fiat Chroma, genau. Fiat Chroma war das. Ich bin nicht ganz sicher, was das hier ist. Ich glaube, es sind Stühle. Okay. Ja. Gut, wenn man nicht zu viel damit rumspielt, sieht das, glaube ich, relativ gut aus. Ich mache irgendwas noch kaputt. Ah! Was ist das? Ach, das sind Stühle vor Computern? Vielleicht. Ja. Auch durchaus hübsch gemacht. Ein bisschen vom Größenumfang ein bisschen kleiner und als nicht hier so Hotel, sondern so Aufenthaltsraum. Wahrscheinlich, wenn sie mehr Zeit gehabt hätte, wäre da vielleicht auch noch irgendwie, gäbe es vielleicht auch noch Schlafzimmer irgendwo, aber die gibt es jetzt hier in dieser Iteration nicht. Deswegen gerne wieder. Bleiben wir dabei. Ist hinten noch ein Garten? Moment. Ah, hinten gibt es noch einen Pool. Cool. Ah, jetzt gehen wir mal vom 3-Meter-Brett springen. Überhaupt hoch? Ja. Cool. So. Jetzt nehmen wir mal das Fleisch aus der Hand. Ich würde gerne irgendwie gar nichts in der Hand haben. Geronimo! Ja. Ein bisschen tief das Becken, aber na gut. Wer ein bisschen gerne runtertauchen will oder sowas, ganz okay. Auch mit Liegen hier. Hier kann ich mich jetzt hinsetzen. Hm. Strange. Wieso funktioniert es bei den anderen nicht mehr? Bei den anderen hat es auch schon mal funktioniert. Jedenfalls hier, man kann sich hier tatsächlich jetzt hinsetzen. So. Gut, ist hier hinten noch was. Hier sind noch weiter so kleine Pools. Natürlich, im Urlaubsparadies brauchst du überall Pools, ne? Ist ja klar, ne? Wenn du Urlaub machen willst, dann erstmal ins Wasser legen. Das ist ja, also das ist, ne? Das ergibt sich ja quasi von selbst. So, hab ich jetzt noch irgendwas vergessen? Hier geht's wieder zurück. Hab ich jetzt hier drüben noch irgendwas vergessen? Einmal nochmal check, check. Ich war am Eishaus. Ich war an der Eis. Eisbar. Nee, nicht. Wie nennt man das? Am Eiswagen? Wahrscheinlich Eiswagen wäre das wahrscheinlich. Am ehesten. Das habe ich gezeigt. Habe ich noch irgendwas hier vergessen? Bestimmt habe ich irgendwas vergessen. Und jemand schreibt dann noch: Hey, wieso hast du mein Haus nicht gezeigt? Du Idiot, du gemeiner Schiff. Und ja, ich habe es wahrscheinlich einfach nur so gesehen. Da hinten war ich, da war ich. Aber sonst sehe ich hier gerade nichts. Tut mir leid, wenn noch irgendwas irgendwo versteckt ist. Ich sehe es nicht. Ich glaube nicht, dass jemand da im Schneebiom noch was gebaut hat. Also die Idee war halt, warum wir uns diesen Punkt ausgesucht hatten, ist, dass es hier halt diverse Sachen gab. Das heißt, wenn jemand irgendwie ein Hotel in einem Winterbiom hätte bauen wollen für Skiurlaub, ne, Villager brauchen ja auch mal Skiurlaub und sowas, dann hätte das auch gemacht werden können. Aber es wurde nicht angenommen. Die meisten haben halt hier am Strand hier gebaut. Was ja auch nett ist, also ist kein Vorwurf,
Nur deswegen hatten wir das halt hier gewählt, weil hier gibt's, weil hier trafen halt verschiedene Biome aufeinander. Deswegen konnte man da das flexibel handhaben, nach dem, was die Leute machen wollten. Wir hätten dann nicht nur in diese Richtung gehen müssen. Spawn ist geschützt, kannst du nicht bauen, ja. Ich glaube, da hinten hat keiner was gebaut. Hinten gibt's nur, wenn man noch ein Stück weiter geht, findet man dann unsere Winterhütte, die wir mal irgendwann gebaut haben, zu Nikolaus. Also irgendwann zu Nikolaus, so ungefähr vor einem halben Jahr jetzt quasi. Sonst ist hier aber nichts mehr. Na gut, dann würde ich sagen, dann gehe ich mal wieder zurück ins Winter Village. So, whoop. So, ich werde wahrscheinlich die nächsten Wochen, ich weiß nicht, ob ich das on- oder offscreen mache, muss ich mal schauen, noch ein bisschen am Markt weiter bauen. Ich kann da nochmal hingehen. Seit wir das letzte Mal hier waren, haben sich nur geringfügige Sachen geändert. Also ich habe halt noch die Häuser weiter zu Ende gebaut. Die haben jetzt halt alle ein Dach und sowas, ne? Das habe ich, glaube ich, auch während des Dingses gemacht. Während des Tages offenen Servers habe ich hier noch die Dächer über drauf gezimmert. Dann habe ich in jedem Haus mittlerweile noch mehrere Türen versteckt. Ja, es gibt jetzt immer so ein Obergeschoss. Weiß nicht, ob ich da vielleicht mal die Treppe wegmache, wo noch weitere Türen sind. Deswegen gibt es hier relativ viele Dorfbewohner. Damit wohnen mehrere Goblins und sowas alles. Also ich finde, das ist schon für ein Dorf ist das schon relativ nett von der Größe her. Da werde ich wahrscheinlich noch in der nächsten Zeit ein bisschen weiter ausbauen. Oder wollen sich noch Leute fortpflanzen? Also wir sind noch nicht am Einwohnerlimit. Ich muss nur noch weitere Leute glücklich machen. Glücklich machen. Termimo. Ist das ein Farmer? Stehen bleiben! Fischer, nein, nee. Schade. Wir hätten nur noch gern Farmer. Aber naja, bisher haben wir noch keinen gekriegt. Bisher haben wir allen möglichen Scheiß an Dorfbewohnern, aber keinen Farmer hier. Kommt bestimmt auch noch. Ist nur eine Frage der Zeit. Hier haben wir irgendwie Waffen und Werkzeugschmiede, ganz viele. Jedenfalls, was jetzt hier aber weitergeht und wie wir das hier weiter ausbauen, das sehen wir dann vielleicht in der nächsten Folge. Ich danke fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Tschüss!